Moin moin, privat, meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 6. So, im Hintergrund sehen wir unseren Mercedes-Benz C63 AMG, mit dem wir in der letzten Folge die ersten zwei Rennen der Nachtrennserie gefahren sind. Und heute werden wir natürlich die letzten beiden Rennen auch noch fahren. So, es geht weiter auf den Nürburgring. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Nürburgring statt, einem der Austragungsorte des Großen Preises von Deutschland. Wenn wir dann mit der Meisterschaft durch sind, dann können wir auch in der nächsten Folge mal wieder mit der nächsten anfangen. Wo wir dann eigentlich schon die nächsten Autos gewählt haben solltet. Wo ihr dann auch noch die nächsten Autos, die nächste Meisterschaft wählen könnt. Naja, so, Mods. Erstmal natürlich wieder neue Mods hier reinhauen. Haben wir was für eine Übung? Haben wir. Ein Gewicht. Können wir da rausnehmen? Haben wir denn sonst noch was? Wie es aussieht, nicht. Na gut, dann hauen wir das rein. Wenn wir Gewicht da rausnehmen, dann müssten wir eigentlich auch noch vielleicht ein Risikomod haben, der uns etwas mehr Gewicht reinhaut. Denke ich mal. 6%. Ja, das gleichen wir aus. Mit unseren Mod. Und dann noch ein bisschen Boost-Mod. Aber ich glaube, davon haben wir gar keinen mehr. Ne. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns einfach ein Hotpack. 50k. Na, nicht wirklich viel jetzt hier. Nicht viel Gutes. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Power rein. Und los geht's. Aua. Okay, drei Runden. Easy peasy. Da hätte irgendwie die KI vielleicht auch noch ein bisschen stärker einstellen können. Okay. Vielleicht sollte ich mir doch angewöhnen, mit ohne ABS zu fahren. Weil sind die Bremswege definitiv kürzer und dann würde auch nicht so eine Scheiße passieren wie gerade eben. Dass ich voll auf der Bremse stehe, aber irgendwie nicht zum Stehen komme. Okay, der erste fährt vorne wieder weg. Weil der hat noch nicht so einen großen Vorsprung. Da steht schon mal einer hindurch. Das ist der Chrysler. Oh, komm schon. Wir sind in die Top 3. Wollen wir nicht schalten, das vergesse ich immer wieder. Natürlich bremst die KI hier, obwohl die hier nicht bremsen braucht. Okay, das war die erste Runde. Platz 5. Und Top 3 ist immer noch eigentlich drin.
Ich dachte, ich komme da perfekt durch. Aber nein. Komm, gib Gas, BMW. Ich habe gesagt, gib Gas, nicht drück mich gegen eine Wand. Na gut. Platz 3. Platz 2 könnte auch noch drin sein. Wenn wir Gas geben. Warum schaffen wir uns in Infinity? Macht der Infinity einen Fehler. Das ist unser Vorteil. Ja. Vielleicht sind wir jetzt auf Platz 2. So, ab in die letzte Runde. Ich glaube nicht, dass wir noch den ersten da vorne kriegen, aber das müssen wir ja nicht. Aber es wäre nice, wenn wir ihn überholen könnten. Mal ein bisschen hart abkürzen. Ne, ich glaube nicht, dass wir den da vorne noch einholen können. Aber wie gesagt, das müssen wir nicht unbedingt. Ja, wir kommen schon recht nah dran. Eine Runde mehr und dann würden wir ihn vielleicht kriegen. Was kriegen wir denn jetzt noch? Kann den. Ach, vielleicht noch kriegen in der letzten Kurve. Nein, der macht zu. Na gut, Platz 2, auch okay. War ein gutes Rennen. Okay. Und wir haben ein neues Schaurennen freigeschaltet. Okay, auf. Ja. Auf zum letzten Rennen. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Sebring International Raceway statt, der ursprünglich als Übungsgelände für die US Air Force diente.
Und dann würde ich jetzt sagen, stellen wir das ABS aus. Ja, ich mal ein bisschen mehr übe, damit besser klarzukommen. Wird aber auch gleich auch viel besser fahren. Muss dann nur aufpassen, dass die Räder nicht blockieren. ABS aus. Sommerz haben wir was für Sebring. Wir müssen eigentlich was für Sebring haben. Boah. Ah, Sebring. Lime Rock, haben wir was Neues bekommen? Haben wir nichts für Sebring? Das aussieht nicht. Na gut, was machen wir dann? Machen erstmal das weg und das weg. Ich würde sagen, wir benutzen schon mal dann direkt den Boost-Mod. Mehr Bremsen und mehr Bodenhaftung? Ne. Aber mal Bremsen. Leistung und Bremsen. Bodenhaftung. Mal Bremsen. Haben wir echt nichts für fucking Dings? Sebring? Na gut, dann hau ich einfach mal hier das rein. Wir fahren ja so oder so jetzt ohne ABS. Für das erste, solange ich damit klarkomme. Wir können ja keine zwei Risikomods reinhauen. Dann würde ich sagen, eigentlich etwas, was nur Power bringt. Bodenhaftung und Leistung. So, das war's. Jetzt können wir ja loslegen. Komplett ohne ABS. Damit würde ich versuchen, fahren wir jetzt die ganze Zeit so weiter. Okay. Da spielen sich auch hier die Vibratoren im Trigger. Ja. Ne? Was ich sagen will, ist, dass die. Wow. Dass das sehr nützlich ist. Fürs Fahren ohne ABS. Weil man dann genau spüren kann, wann die Bremsen anfangen zu blockieren. Man merkt halt, wie weit man den Row maximal drücken kann. Oh, das war der erste Gang. Das war nicht sehr gesund für den Motor. Was interessiert das Spiel ja nicht. Hier können ja die Motoren leider nicht explodieren. So kann man keinen Motorschaden kriegen. Eigentlich kann man ja schon Motorschaden kriegen. Wenn man halt mit hier Schaden anfährt. Wow! Und dann voll Kanüle gegen die Wand fährt oder sowas. Da kann man Motorschaden kriegen. Aber nicht durchs Hochtouren des Motors. Übertouren. Bremst doch nicht hier, Idiot. Fick dich, fahr hier lang. Jetzt haben wir zur Zeit verloren auf den dritten. Jetzt müssen wir, sollten wir am besten Fall auch gleich gut machen. In einigen Kurven. Das war schon mal sehr gut genommen, die Kurve. Jetzt haben wir wieder ein bisschen zu viel gebremst, aber
Besser mehr bremsen als zu wenig. Naja, so ist es auf jeden Fall viel besser zu fahren, finde ich. Weiß ich noch, fürs erste recht ungewohnt ist. Aber es ist halt alles eine Gewöhnungssache. Okay, die Kurve war nicht normal, die war richtig scheiße genommen. Das war sehr schön reingebremst, ey. Und noch am BMW vorbei und damit sind wir in der Top 3. Eigentlich kann ich auch viel später... Ich bin schon wieder im ersten Gang. Eigentlich kann ich auch viel später bremsen, als wie mir die Linie es hier vorsagt. Wow, wow, wow. Wahrscheinlich in Infinity können wir uns hier vielleicht auch noch wiederholen. Na, ich bremse. Das ist viel zu viel noch. Das kostet mich Zeit. Ich fahre jetzt erst nicht wirklich das erste Mal, aber jetzt versuche ich halt komplett ohne Abis zu fahren. Muss ich halt dran gewöhnen. Haben die Bremsen blockiert. Hopp. Das war sehr ungewollt, aber es hat funktioniert. Ja, ich habe war hier ja früh auf der Bremse. Da konnte der Infinity gut reinbremsen und mich da überholen. Oh shit. Aber es fährt sich gut. Ich habe wirklich große Probleme damit, ohne Abis zu fahren. Also werden wir auch so damit weiterfahren. Nice.
Gut, dann haben wir das Rennen hier dann auch, ja, gewonnen. Und damit auch die ganze Meisterschaft abgeschlossen. Ja. Fahr erstmal gegen die Wand. Na. Nice. Das war die Nachtrennserie, jetzt geht's an die Tagesanbruchserie. Und da geht das in der nächsten Folge damit weiter los. Die Kurse dieser Serie stellen selbst für versierte Rennfahrer eine echte Herausforderung dar. Enge Rad-an-Rad-Kurven, blinde Scheitelpunkte, unebener Asphalt und offene Hochgeschwindigkeitsgeraden. Diese Strecken haben wirklich alles zu bieten. Okay. Ja, da werden wir dann mit den Executive Heavyweights, haben wir noch geil, ausfahren. Von denen ihr euch ja ein paar aussuchen konntet, sondern auch immer könnt. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Forza Motorsport 6. Das ist der Daniel.